Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, guten Morgen. Frohes neues Jahr nochmal. Ja, es ist ein bisschen, guck mal auf Uhr. Ja, es geht schon auf 10:30. Ich habe ein bisschen rumgeklüngelt gerade. Ich habe noch den Film fertig gemacht vom Spaziergang und dies und dies und Tee getrunken. Wie es so ist, man klüngelt sich so durch die Zeit, ne? 50 Stack Challenge. Einmal Ball ab. Brille ab, ich sehe nichts. Brille ab, ich sehe nichts. Auch gut, ne?
Wohlhab ist Sackleinen. So, ich habe das Einzige, was ich habe, ist dieses. Das nehme ich jetzt auch. Und das andere ist Dudel. Oh. Dudel, 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 Dudel. So, Mittelpunkte habe ich gedacht. Wartet mal. Ich habe doch so wunderbare Sachen geschenkt bekommen. Geschickt bekommen, geschenkt bekommen. Ja, habe ich alles? Nee. Ich habe noch nicht alles. Jetzt habe ich alles. Wir brauchen zwei Mittelpunkte. Irgendwelche Mittelpunkte. Irgendwas Schönes. Das ist natürlich auch süß hier, ne? Dieses hier, die Madame hier. Diese kleine Madame. Oh, da habe ich aber... Ich muss mal schauen, was uns denn gefallen könnte. Oh, guck mal hier, da habe ich mehrere von den hübschen Damen. Dann habe ich hier solche Schmetterlinge, die sind auch sehr, sehr schön. Schmetterlinge sind immer schön, ne? Ist zu groß, das ist zu groß. Okay. Das ist zu groß. Das finde ich auch süß hier, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Die gefallen mir eigentlich alle ganz gut, so ist das nicht. Aber ich brauche jetzt ja halt... Guck mal hier, da hätte ich noch was Passendes dazu. Dann hätten wir einen Mittelpunkt vielleicht schon da und den anderen Mittelpunkt suchen wir gerade noch. Das sind ja schöne, hier diese gefallen mir gut, die Pflanzen. Richtig schöne Pflanzen, großen Schmetterling habe ich hier noch, mehrere. Da habe ich mehrere, sehe ich gerade, sind die sind verschieden. Ach, du Ahnung. Nee, die sind verschieden, tatsächlich, ja. Ach, da ist noch mehr. Oh Gott. Das ist schon wieder zu viel Auswahl. Am besten, ich nehme irgendwas raus und sage, damit muss ich jetzt arbeiten und Ende Gelände. Ende... Was haben wir denn da? Eine kleine Pflanze. Seht ihr, das ist zu viel Auswahl. Ne? Das, dann rührt man drin rum wie so ein Äffchen und sagt, ja schön, das ist auch schön. Und das ist schön und das ist schön. Bub, 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 bub. Und ehe wir uns umgucken, haben wir 500 Millionen Sachen auf dem Tisch. Und sagen, ja, tut uns leid, das wissen wir jetzt auch nicht. Die Zahlen sind reichlich groß, ne? Aber mal gucken. Die ist schön, diese kleinen Zahlen finde ich immer besonders schön. Was die bedeuten, wissen wir nicht. Da sind noch mehr Zahlen. Hier, die hebe ich auf, Quatsch. Die nehme ich mal raus, wollte ich sagen. Hier ist noch eine kleine Blume. So, und den Rest, den tue ich jetzt erstmal eben kurz wieder zurück. Und wieder liegt einer unten. Immer ist gleich noch einer ohne Fahrschein. Muss mich wieder bitten. Ach, da ist er. Ich sehe ihn. Ich hab ihn. Keine Panik. Keine Panik. Also, oh, ist das alles ekelhaft, Sacklein. Junge, ist das alles wieder ein Mist. Also, das sind wirklich so manchmal so Sachen, da frage ich mich ganz ehrlich, warum tue ich mir das immer wieder von neuem an. Aber dann bin ich auch wieder stur. Ich habe das angefangen, also will ich es auch zu Ende bringen. Ne? Da bin ich ja wirklich eigen mit sowas, ne? Weil aufgeben kann jeder. Aber manchmal ist es wirklich ein wenig nervig. Nehmen wir gleich zwei. Oder sind wir geizig und nehmen nur einen. Können wir den schräg rübergeben? Sieht auch blöd aus. Nee, also wenn, dann muss der schon mal irgendwo gerade liegen. So, okay. Jetzt die nächste Preisfrage ist, wollen wir das mit dem Burlap zusammen verwenden? Dieses hier? So. Was ist denn das jetzt hier? Paris steht da drauf. Ist aber was anderes mit Paris. Dann könnte man da die Nummer reinmachen zum Beispiel. Ja, aber wir brauchen trotzdem einen Hintergrund, sonst werden wir unseres Lebens nicht froh, ja? Und das nächste ist gekritzelt. Ach, du lieber Job, nee, da tut mir in der Seele Leid, das ist doch anderes. Warte mal, das ist hübsch mit dem Hund. Dann nehmen wir sie mit dem Hund, zum Beispiel mit dem Hund. Dann wir die beiden Sachen dazu nehmen.
Dann tun wir das schon mal weg. Wir sortieren immer mehr aus. Dann tun wir die große Zahl auch weg. Okay, jetzt haben wir immer noch keinen Hintergrund. Hier werden wir auch keinen kriegen, wenn das so weitergeht. Das ist so blöd. Und mal gucken. Also, wir haben jetzt Burlap. Nicht Schmierlapp, Burlap, habe ich gesagt. Okay? Nicht Schmierlapp. Wir nehmen hier unsere Gelatos. Gelato, 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 Gelato. Ja, das wird wieder eine arge Schmiererei. Das sehe ich schon kommen. Aber ich weiß es sonst auch nicht, was ich sonst machen soll. Okay? Mal gucken, wie weit wir da mit dem Zeug kommen. Das ist immer die Frage. Das ist immer die Geschichte. Man weiß nie genau. Ist da noch irgendeine Farbe, die das komische Orange. Oh je, oh je, oh je, oh je. Da müssen wir etwas mit bedacht. Das geht so nicht. Da müssen wir. Ist da noch eine bessere Farbe, die wir nehmen können? Lass mal eben schnell schauen. Ne, ist nichts, ne? Gelb vielleicht nochmal. Gelb. Ja, egal. Also, wir haben es jetzt schon mal bunt. Die sind immer nass, weil ich immer mit diesem mit dem Wasser dran rumhantiere. So, okay, jetzt brauchen wir ganz kurz mal eben Wasser. Ein Wasser bitte. Wasser haben wir, einen Pinsel haben wir nicht. Wo habe ich den kleinen Pinsel gelassen? Ich will nicht mit den guten Aquarellpinseln. Das, ich mag wir nicht. Das möchten wir nicht. Okay, ne? Ja, wir haben, ich habe einen. So, okay. Mal gucken, ob es klappt. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hoffe es mal. Ja, das Schöne ist, es ist schnell bunt, ne? Ja. Ja gut, es ist bunt. Was wollen wir denn noch? Wollt ihr denn noch mehr? Was wollt ihr denn noch? Mauern womöglich auch noch? Nee, haben wir nicht heute. Tut mir leid, kein Mauern. Das war doch die Werbung. Was wollt ihr? Ja, das ist schon mal der erste Hintergrund. Lass uns mal kurz in uns gehen. Mit Burlap und das andere muss gedudelt werden. Aber ich möchte trotzdem einen Hintergrund haben. Okay, wisst ihr, was ich da jetzt. Das tun wir mal hoch. Jetzt habe ich schon Gelb da drauf. Da möchte ich ganz gerne mit Blau arbeiten. Und Blau und Rosa. Nee, warte mal, das ist nicht so wirklich die Sache, die ich möchte. Blau, lila, die sind alle nass und schmantig. Also es ist ekelhaft, ganz ehrlich. Und noch ein Blau. Und noch ein Blau. Und ein Pink. Oh. Na gut, okay. Wir wollen mal schauen, dass wir die Hintergründe irgendwie hinbekommen. Leise rieselt der Schnee. Nee, noch nicht, aber es regnet schon mal wieder bei uns. Ja, also ich war ja gerade draußen, es war, ja, ich kann nicht sagen, es war ganz furchtbar, aber es war so windig, ich musste tatsächlich den gesamten Ton, musste ich wegmachen, also das musste ich ausschalten, es war einfach nicht zu machen, man konnte es nicht verstehen. Naja, aber ein bisschen Luft um die Nase, es war ganz schön, muss ich sagen, hat mir ganz gut getan. Und die Hunde hatten auch ihren Spaß. Also, ist alles gut. So, wollen wir mal gucken, wie wir das jetzt dichte kriegen hier. So. Ich mag es nicht so sehr gern, diese Schmantelei, aber ist egal, man. Es muss sein, ja, es muss sein.
Ja, jetzt müssen wir dann hinterher irgendwie noch drauf rumdudeln gleich, ne? Okay. So, das lassen wir eben kurz trocknen und dann komme ich wieder. Okay, ich hoffe, ich habe es so einigermaßen trocken. Wir fangen mit dem Burlap an. Ich hatte hier so ein Klebeband. Das ist, glaube ich, irgendwie... Da ist es. Vielleicht meint ihr, ich krieg's damit hin. Ich weiß es nicht. Wir versuchen es mal gerade. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe, ich weiß es halt nicht genau. Reicht da eins aus? Ich weiß nicht. Wir probieren es halt einfach mal aus. Wir versuchen das mal. So, ja, das neue Jahr hat also begonnen. Seid ihr gut reingekommen? Bei mir war nichts. Ich war ja natürlich alleine, das wisst ihr ja. Aber es war, ja, bin wie immer, das haben wir immer früher auch gemeinsam gemacht, bin ich kurz rausgegangen und ja, habe mir das angeschaut draußen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Freund von Raketen und Feuerwerk, überhaupt nicht, war ich noch nie. Und mein Mann und ich haben nie ein Feuerwerk gemacht, nie. Na, weil nicht mal eine einzige Rakete. Das einzige, was wir mal hatten, das waren Wunderkerzen. Ja, und das war auch dann alles, was wir brauchten jemals. Ja. Nein, aber wir haben da beide keinen Sinn drin gesehen. Dass sicher, man guckt sich dann ganz gern an, aber wir sind auch schon in den vielen letzten Jahren noch nicht mal mehr zu dieser Veranstaltung gegangen, die im Sommer ist, die in der Flora. Da ist ein wunderbares großes Feuerwerk mit Musik und das haben wir einmal gesehen, also aus der Flora heraus, sind wir rein, haben Eintritt bezahlt. Geht nicht um den Eintritt, das bitte jetzt nicht falsch verstehen, sondern es ging einfach darum, dass es mir einfach definitiv zu voll ist da. Und das halte ich dann überhaupt nicht aus. Ne? Dieses Eng auf Eng, das ist für mich absolut gruselig, ne? Absolut gruselig. Ich habe jetzt hier so Fäden über, ich weiß noch nicht genau, kann man die irgendwie so zusammenwursteln? Wartet mal. Ich bin eigentlich kein so ein ganz großer Freund von so Fäden zusammenwursteln, aber ich versuche es gerade mal. Wir nehmen das mal. Es kommt was raus. Okay. Ich bin ganz ehrlich, mit solchen Dingen bin ich nicht besonders so besonders begabt. Nicht so besonders begabt. Ich weiß noch nicht, was ich vorhabe. Ich weiß es noch nicht. Oh, jetzt müsste man so eine Pinzette oder sowas haben. Jetzt musste da wieder die Fingerküste drinstecken. Ach, du ahnst es nicht. Und in den Kleber drin. Ja, ich habe mich schon wieder eingesaut. Seht ihr? Ich habe es auf dem Finger. Gut. Es gibt Dinge, die sind sicherlich. Ich brauche jetzt eigentlich noch so ein Dings. Ich hole mal. Ja, dann nehme ich einfach ein Stück Bindfaden. Den kann ich ja doppelt nehmen. Geht das? Mal gucken, kriegen wir das hin? Weiß ich noch nicht. Ich versuche es gerade mal. Weil da ist das war gelocht, deswegen, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber wenn es schon da ist. Okay, dann benutzen wir es auch. Warte mal. Ja. Ja, also da sollte ich allerdings mal ein Klebeband hintersetzen, denke ich mal. Dass das einfach mal zum Halten kommt hier auf irgendeine Art und Weise. Hätte ich auch ruhig mehr Klebeband nehmen können. Ist ein bisschen arg wenig, aber vielleicht gelingt es einem, dass es doch hält. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja. Jetzt könnte ich mal natürlich hier nochmal eben kurz so eine Seite mal ausreißen.
die ich mal so hier darunter klebe. Ja, so. So, mal schräg schon mal andeuten. So, da ein bisschen Leben reinbringen in die Geschichte hier. Ja, das ist nicht so schlecht. Und warte mal, das soll noch nicht kleben. Nein, noch nicht. Noch nicht, bitte schön, noch nicht. So. Ich klebe das jetzt einfach komplett auf, so wie es ist. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Also ich habe wirklich nicht so ganz viel Überlegung vorher angestellt und hoffe, dass das irgendwas wird. So. Ich will es mal richtig fester andrücken, weil, ja, ihr seht schon, ne? Es ist halt ein bisschen wabbelig so. Das gleiche mache ich jetzt hier, indem ich hier sowas aufklebe, so als also hier brauche ich das jetzt nicht. Warte mal. Bisschen fummelig gerade. Ja, wir reißen das ab. So. Bisschen fummelig. Und dann wollen wir gerne diese Ecken. Oh, die Ecke ist schön. Die wollen wir so haben. Die wollen wir gerne so haben, wie sie ist. So. Und jetzt kleben wir den ganzen Kladderadatsch auf und dann haben wir das erste mit Burlap schon fertig. Ja, mir fiel das ein, dass ich ja diese tollen Sachen geschickt bekommen habe und da ich ja das auch mal gerne verarbeiten möchte, was ich alles bekomme. Okay, mal ordentlich andrücken, dann wird es vielleicht klappen. So, da wäre das Urlaub-Dingen wär fertig. Jetzt eben die Nadel zurück. Ich habe keine Ahnung, wo ich das gelassen habe. Ich glaube, ach hier. Ganz zusammengekrümpelt. Ich suche und suche und dabei hat sie es zusammengekrümpelt. Dummes Ding, du. Kommt dabei raus. Ja, da haben wir jetzt nicht so vieles, aber ein bisschen haben wir doch. So, das Bullabzeug hier, das tun wir jetzt mal weg, das Sacklein. Wir brauchen jetzt also definitiv hier einen Hintergrund. Guck mal gerade. Nee, das geht jetzt nicht. Tut mir leid, das ist ja zu schädig. Oh, ich brauche nur einen Hintergrund. Irgendwas. Gott im Himmel, irgendwas wird sich doch wohl finden lassen hier in diesem Hause. Nein, es lässt sich nichts finden in diesem Hause. Uiuiui. Ja, es ist manchmal nicht sofort alles griffbereit. Jetzt zum Beispiel. Ach Mann. Ich habe ich lila. Warte mal. Hier haben wir lila. Aber wir müssen, dieses Zickzack muss irgendwie anders. Das geht so noch nicht. Moment, ich hole mal gerade die Ribbelkantenschere. Zickzack ist nicht jetzt so prickelnd. Ja, im neuen Jahr habe ich mir persönlich wie immer nichts vorgenommen. Außer, doch, ich habe mir auch ein bisschen was vorgenommen. Außer, dass ich wieder ganz, ganz regelmäßig mit den Hunden gerne rausgehen möchte. Das habe ich mir wohl vorgenommen. Und ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Denn ich habe in den letzten Wochen bin ich da wirklich so widerlich nachlässig geworden, dass es nicht mehr schön war. Ja, die armen Tiere, sage ich nur, ne? Die armen Tiere. Und ich auch, für mich auch ganz blöd, weil wenn ich mich nicht bewege, bekomme ich mit dem Bein sofort Theater. Ich muss mich, also eine gewisse Anzahl von Bewegungen muss so ein Knie schon haben, damit es noch rund läuft. Ne?
Ich hatte doch jetzt so ein kleines Stück, habe ich das schon weggeworfen? Wo habe ich das hingetan? Ich habe doch was abgeschnitten gerade. Ach je. Meint ihr? Also ich sehe jetzt gerade den Wald voll. Hier, da habe ich doch was abgeschnitten. Wo, ist es das? Hier, wartet mal. Nee, das kann es ja nicht sein. Das ist ja wieder was ganz anderes. Shit. Ich habe es weggeworfen, ja. Leichtsinnig, wie ich bin. Ach Mensch, Petra, was machst du eigentlich immer für einen Driss? Könnt mich aufregen, gell? Ich hole noch mal eben gerade eine Spitze. Mensch, dass ich den einen kleinen Zettel da weggeworfen habe, das ärgert mich. Den hätte ich nämlich gebrauchen können. Ja, ich habe ein bisschen Spitze. Ich habe noch hier so einen ganz kleinen Rest gefunden, den ich jetzt hier noch nehmen möchte, ganz gerne. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das mache. Schneide es mal durch. Und dann werde ich das einfach so. Mal gucken, wie es wird. Ich weiß es doch auch nicht. Was ist denn? Das ist die richtige Seite. Genau. Naja, das ist das die richtige Seite. Ja, genau. Ja. Okay. Bleibst du wohl mal da dran, bitteschön. So. Okay. So. Jetzt klebe ich das einfach nur auf diese Stückchen, was ich da habe. Ja, und dann passt es nicht drauf, sehe ich gerade. Machen wir uns jetzt keine Gedanken drüber. Da machen wir uns gar keine Gedanken darüber. Hier haben wir blau, hier haben wir braun, da haben wir blau, da haben wir, hier haben wir dieses noch, diese Nummer. Nee, klebt die mal auf erst. Wo ist der Klebestift? Klebe ich mal eben erst auf. Und dann schneide ich es aus. Nee, das ist jetzt auch wieder alles Tennet, was ich hier mache. Könnt ihr euch das vorstellen? Also anstatt, dass man mal vorher kurz über irgendwas nachdenkt, fängt sie einfach an zu klebern, diese Frau. Also ohne Sinn und Verstand, wie ewig, wie eh und je. Ne? Selbst im neuen Jahr kannst du es nicht. Geh doch mal sinnig an alles dran, geh. So. Ach, meine Güte, meine Güte. Guck mal, das ist ein bisschen schief, das mache ich mal gerade ein bisschen. Hoppala. Schiefes Englisch ist nicht so schlimm, geh. Kriege ich das so hin? Das kriege ich nicht mehr hin, ne? Da kann ich mir. Ich schneide das mal aus. Okay. Das schneiden wir auch aus. Lassen wir einen kleinen Rand von dem Karton natürlich stehen. Das war jetzt der ganze Sinn der Sache. So, kriegen wir das noch irgendwie hin? Wartet mal. Ich versuche das gerade mal. Ach, das ist so gewunden, so gewunden, so schwierig auszuschneiden. Uiuiui. Uiuiuiui, habe ich das wieder nicht so besonders gut, kann ich das? Ja, im neuen Jahr, wie gesagt, ich hoffe, dass wir die Sache mit dem All Together Book dann zu einem guten Abschluss kriegen. Das wäre dann ein Langzeitprojekt, was dann wirklich irgendwann mal ein Ende findet. Da wäre ich ganz froh drüber.
und bin schon gespannt, wie es aussieht. Das erste, was wir ja schon, was ich ja schon verlosen konnte, also es war sehr, sehr schön geworden. Das muss ich wirklich sagen, es ist wirklich schön geworden. Und ich bin sicher, dass das andere mindestens genauso schön ist, also ganz klar. So, und jetzt brauchen wir doch noch mal so ein Krümpelding. Ja, das ist falsche Ecke. Können wir das auch schaffen? Warte mal, wir versuchen mal was. Ich versuche mal eine andere Ecke zu machen. Ah, ist nicht so prickelnd. Ist nicht so prickelnd. Muss ich ein bisschen, muss ich mal üben. Ja, muss ich mal üben. Ah ja, aber ach, mein Gott, nee. Nicht so wirklich schön. Naja. Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Ne? Ihr wisst das ja vielleicht auch. So, dann schnell so ein bisschen das noch gemacht und braun noch dran. Ja, ich muss da noch drauf rumdudeln. Das hasse ich ja schon mal am Weißen. Liege ich wirklich wie die Best. Ja, ich kann die kleine Madame hier auch so ein kleines bisschen einfärben, ruhig. Ach, so rundherum die Spitze, so ein kleines bisschen kann ich da ruhig. Ja, okay. Ja, lass das jetzt mal eben so, wie es ist. Und dann legen wir es mal drauf und gucken mal, wie weit wir jetzt... Ich habe irgendwas schon verloren, ne? Ich habe schon wieder... Ne, da ist es. Kinders, ich drehe schon durch. So, ich müsste dieses Bild müsste ich einschrägen, anders kriege ich das nicht gebacken. Und dann könnte man das zum Beispiel so machen. Und da so eine Nummer drauf und da so eine Blamme drauf. Sieht doof aus. Ja, ich weiß. Oh, es sieht doof aus. Ich weiß es. Gut, 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 gut. Ja, ja doch. Ihr habt ja alle recht, das sieht wirklich doof aus. Wir kleben das jetzt mal auf. Irgendwo muss ich ja anfangen, es hilft ja nicht. Ne? Ich klebe jetzt einfach mal auf. So, ich klebe und ich klebe und ich klebe und ich klebe. Möglichst gerade, ja, so. Und dann würde ich da ganz gerne eine Spitze dran langsensen. Sollen wir so eine nehmen? Eine ganze Seite so dran lang her. Ja, das machen wir mal. Okay. Da brauche ich allerdings den Fabletic. Na, kommt wieder nichts raus. Ui. Nicht wirklich was. Ist nachgefüllt, ist alles voll. Ja, es kommt. Das ist natürlich so glänzerig jetzt. Hoffentlich so glatt, so glänzerig die Oberfläche von diesem Gelatos. Hoffentlich hält es jetzt auch. Mal eben schauen, wie rum das gehört. Das müsste so rum rein. So, ein bisschen nach oben noch. Ein bisschen nach oben. Bisschen. Ich hatte es doch passend geschnitten eigentlich, aber ich müsste es dann auch passend bitte aufkleben. Naja, hier könnte man dieses mit diesem komischen Kassettenkleber machen. Ne? Dann würde das. Aber das ist mir viel zu viel Mühe, ganz ehrlich. Ist mir einfach viel zu viel Mühe. So, wir werden das jetzt ungefähr so machen. So, so, so. Hier hätte ich gerne auch noch eine kleine Spitze. Ja, hier könnten wir mal die graue nehmen vielleicht. Die habe ich noch gar nicht genommen. Und da habe ich noch ein bisschen mehr von. Dann nehmen wir die graue. So, okay. Brauchen wir nur bis hierhin abschneiden. Und, ah, da ist noch so ein Tesafilm-Ding dran. Okay. Wie rum gehört sie denn? So rum gehört sie.
Und dann muss natürlich hier auch ordentlich ja, ich muss da noch dudeln. Ich weiß schon. Ich werde den Rand drumherum dudeln. Ja, das ist alles, was ich dudle. Kein Almdudler. Nee, warte mal, ist das jetzt so richtig? Bei dir ist es auch ein bisschen schwierig zu erkennen, ne? Die Farben sind ganz schön. Dieses Grau und dieses... Ja, lila ist es nicht mal. Das ist mehr so eine Aubergine, ne? Das ist mehr so eine Aubergine. Ja, jetzt habe ich... Ich weiß, was ich bekommen habe. So Klebepads. Ich gucke sofort, wo sie sind. So. Das kann ich aufkleben. Definitiv. Das kleben wir auf. Dies mocht wir einfach so. Das kleben wir einfach auf. Das soll wohl halten. Das können wir auch einfach aufkleben. Ich habe es jetzt nicht hier, die Klebepads. Oh, es tut mir leid. Ich mache es so. Ich mache es so mit Fabletic. Welche Ecken muss ich denn abschneiden? Ich habe bestimmt die falschen Ecken jetzt. Ist egal. Das dauert jetzt eine Sekunde, bis das mal so anzieht. Das kann ich vielleicht auch so aufkleben jetzt. Das Klebezeug können wir gerade schon auf die Seite geben. Und den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt muss ich hier rumdudeln. Also wenn ich ja eins hasse, ne, dieses Gedudle, wirklich, bin ich kein großer Freund von. Wir nehmen aber hier so ein bisschen gröberen, damit wir dann überhaupt was davon sehen. Ja, ich mache das jetzt einfach so. Nein, das hat überhaupt keinen Sinn und keine Bedeutung, aber ich muss ja dudeln. Jo. Da machen wir das hier auch. Überall dran her. Ist nicht sehr viel Gedudel. Ja, ich muss da jetzt ein bisschen mehr drauf machen, als ich es vielleicht mal eigentlich machen würde. Weil ich muss ja rumdudeln. Du. Mach ich einfach mal Kringel drauf. Ja. Bei mir gibt es heute Nudelsalat. Lecker. Den gab es bei uns also immer. Nudelsalat, Kartoffelsalat, sowas, ne? So. Ja, immer so abwechselnd. Ich hatte jetzt schon Selleriesalat, ich hatte Nudelsalat.
Selleriesalat wurde ich ein bisschen leid. Das war zu viel für mich alleine. Ne? Also das ist nicht so schön. Ja, aber was soll man machen? Ne? Ja, ich kaufe immer schon die kleinsten Teile. Auch so beim Blumenkohl oder so. Das wird mir schnell alles zu viel, das muss ich sagen. Ja, dann ist man es leid. Dann mag man es nicht mehr essen. Ne? So ist es halt. Ne? Ja, und dann könnte ich jetzt hier noch hier so ein bisschen den Rand machen. Haben wir eine Wasserpinsel hier? Ja, habe ich. Genau. Und dann hier vielleicht noch so ein kleines bisschen hier. Und hier. Und hier. Mal gucken, kriegen wir es hin. Ja, geh noch mal so rum. Ich habe mir gestern Miss Murpli angeguckt. Ja, ich habe die Filme selber. Aber mir hat es ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und es hat mir Spaß gemacht. Ja. Okay, jetzt habe ich den Stift gerade weggetan. Welcher war es? Ach, manchmal ist man aber auch zu dumm. Den verwischen wir einfach nur. Oh, da ist aber bald auch kein Wasser mehr drin hier, du meine Güte. Ich habe immer gerne Miss Marple gesehen. Also Miss Murpli, habe ich immer gesagt. Miss Murpli. Ich habe die schon ganz lange, die vier Filme, immer schon. Also ich habe die auch schon 100 Mal gesehen. Aber warum nicht? Man kann es sich ja ruhig nochmal anschauen. Das ist ja nicht schlimm. Ist ja gar nichts Schlimmes dabei. Ne? Habe ich jetzt zwei mit so einem Dings? Das finde ich ja komisch. Ist aber wirklich... Letzte bisschen Wasser, was ich jetzt hier raus quetschen kann. Jetzt haben wir es aber gleich. Jetzt lassen wir es gut sein. Was ist wirklich jetzt mit dem Wasser? Na, komm denn mal irgendwann noch mit dem Wasser raus? Nein. So. Das nervt hier ganz nervig. Wieso habe ich jetzt zweimal hier so ein... Ist das genau der gleiche? Nee, sind verschieden. Doch. Nee, sie sind verschieden. Oh. Wir hoffen, dass wir es richtig gemacht haben. Wir hoffen es. So, jetzt aber schnell den Film beenden. Das hat schon sehr lange gedauert. Das hatte schon sehr viel Unschönes wieder, gell? Sehr, sehr viel Unschönes. So langes Gehampel, Tee wieder nicht getrunken. Ach Mensch. Dabei hatte ich so einen Durst. Geh mal größer. Der ist zu groß. Ja, ich sehe schon. Können wir die irgendwie so ausrichten, dass ich sie fotografieren kann? Der muss auch noch weg, der Hase. Den brauche ich jetzt im Moment nicht. Ein bisschen Platz schaffen. So, das war die 50 Stack Challenge. Einmal Burlap, Sacklein und einmal Dudel. Da habe ich so drauf rumgedudelt. Das soll wohl reichen. Für meine Begriffe reicht das.
Ja, das war's von mir von heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Neujahrstag. Kommt gut in die erste neue Woche. Bei uns ist es sehr grau und sehr dunkel. Ist kein schöner Jahresanfang. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen schöner. Naja, aber wir wollen nicht meckern. Es ist, wie es ist, ne? Macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen.